Hey Freunde der kleinen Traktoren, heute schauen wir uns mal einen alten Janmar an. Sehr beliebte Traktoren eigentlich, eine weit verbreitete Serie und zwar die YM-Reihe. Ja, baujahrmäßig sind die so in den 80er, 70er, 80er Jahren. Ich glaube so bis Anfang 90 wurden die gebaut, je nachdem. Es gibt dann verschiedene Serien auch. Von der YM-Reihe. Ja, das erste, das ist immer die Leistung, Zapfenleistung und die zweite Zahl, das ist dann im Prinzip die Serie. Also es gab die 00, die hatten eine ganz normale Schaltung. Dann gab es die 10er-Serie, die hatten dann schon das Powershift-Getriebe, dieses Lastschaltgetriebe, hatten das allerdings noch mittig sitzen zwischen den Beinen. Und das ist hier die letzte Serie, die 20er. Und die haben dann den Schalthebel schon hier unterm Lenkrad sitzen und somit hat man natürlich zwischen den Beinen ja, ein bisschen mehr Freiheit, einen leichteren Aufstieg. Wie gesagt, die 10er-Serie hatte hier den Schalthebel. So, ja, wir schauen uns den Burschen mal an. Das ist wie gesagt eine 20er-Serie, YM 1820. 18 PS Zapfwelle, 20, 21 PS Motorleistung, sind auch drei Zylinder und sehr gute Motoren, sehr robust. Ja, bei regelmäßigem Ölwechsel eigentlich kaum tot zu kriegen, die Dinger. Was gibt es hier zu sagen? Ist ein Heckantrieb. Hatte ich ja schon gesagt, drei Zylinder, Wasserkühlung haben die alle. Wir schauen uns auch gleich mal das Motörchen an. Hier den Bügel rum. Und hier, so, geht es auf die Luke. Ja, ich mache bloß mal das Licht hier. Wir sind zwar mitten im Hochsommer, aber seit gestern wunderbares Regenwetter. 14, 15 Grad, das ist großartig im wärmsten Sommer aller Zeiten. Ja, ich kann mich kaum halten vor Lachen. Aber gut, ja, wir sind ja nicht wegen der Politik hier. Ja, so schaut es aus. Motor ist natürlich auch alles trocken dicht. Wir werden dann auch ein kleines Ründchen drehen, dann zeige ich das auch mal mit der Schaltung. Ansonsten, ja, Bereifung vorne ist neu bei dem Burschen hier. Was hat er hier für eine Größe drauf? 412. Hinten ist noch die original japanische Bridgestone-Bereifung drauf mit den hohen festen Stollen. Ist auch in einem wirklich sehr guten Zustand. Also hier sind absolut keinerlei Altersrisse irgendwo zu erkennen. Ja, Getriebe, das ist auch alles noch im Originalzustand. Also hier ist nichts nachlackiert. Die Kotflügel haben mal neuen Lack bekommen. Und hier vorn das und die Motorhaube und hier die Seitendeckel. Aber ansonsten alles, was hier unten dran ist, ist alles im Originalzustand. Ja, so zum Technischen ist auch überschaubar die Funktion, die er bietet, aber alles, was man braucht, ist eigentlich dran. Kraftheber hinten mit Cat1 Dreipunktaufnahme. Hier hat er noch ein Zugmaul. Ja, Zapfwelle ist dran mit 610 rechtsdrehend, drei Geschwindigkeiten. Das schauen wir uns jetzt hier mal an. Genau, und ja, ansonsten. Zündschlüssel nach links rum vorglühen. Da geht hier die kleine Vorglühkontrolle an. Hier zu den Hebeln. Hier ist natürlich für den Kraftheber. Ja, hier sind die Gruppen. Hier hat er die Zapfwelle mit seinen drei Geschwindigkeiten. Hier der Hebel für die Feststellbremse, Lenkbremse. Hier unten drunter Gaspedal. Hier ist das Feststellgas. Ja, wir mal ringsrum noch. Die andere Seite. Kupplung. Logisch. Hier in der Mitte Hebe- und Senkgeschwindigkeit bzw. Senkgeschwindigkeit von dem Ventil hinten für den Heckkraftheber. Differentialsperre. Hier ist die Dekompression. Im Winter, wenn es kalt ist,
dass er besser anspringt, dass man den Motor erstmal auf Drehzahlen bringen kann. Ja, und hier ist das Herzstück des Ganzen, beziehungsweise das Highlight, das Powershift-Getriebe, beziehungsweise ja die Schaltung halt. Hatte ich ja gesagt, hier unten sind die Gruppen dann zu wählen. Ja, so, da hat er auch drei Stück. Da findet man immer den richtigen Gang. Und ansonsten würde ich sagen, lassen wir den Burschen mal eine Runde drehen. Hier ist auch das Schaltschema. Oh, was hat er hier? 689 Betriebsstunden stehen hier drauf. Oh, ich lasse den mal vorglühen. Hier geht die Glühkontrolle an. Kupplung treten. Ah, läuft wie ein Uhrwerk, der Bursche. So, hier ist eine Anzeige, wo man gerade ist, den Gang. Nach oben ziehen, da kann man den Rückwärtsgang dann einlegen, ja, diesen Hebel nach oben ziehen. So, nach unten drücken und dann nach vorn kann man im Prinzip die Vorwärtsgänge durchschalten. Ich mache jetzt nur mal hier die Motorhaube zu. Rückwärtsgang rein, Bremse ist los, Kraftheber noch ein bisschen hoch machen, ab geht's. In den wunderschönen Herbst, ja, Herbst im August, das ist eine feine Sache. So, und jetzt seht ihr schon hier. Ja, ich habe den ersten Gang drin. Dreht auch keine Kupplung. Einfach weiterschalten. Rückwärts hat er natürlich nur einen, da ist nichts mit Schalten, aber ansonsten ist das schon eine ganz angenehme Sache. Ja, Motor aus, macht man dann hier unten. Ja, Zündschlüssel ausmachen, nicht vergessen, sonst die Zündung die ganze Zeit an. Genau. So sieht der Tageslicht aus, der Bursche. Ja, schön lackiert. Steht gut da, unten der Rahmen original, und da sieht man eigentlich auch, dass er vorher gut behandelt wurde. Ja, machen wir noch mal einen kleinen Rundgang. Hängerkupplung ist natürlich auch dran. Ja, und wenn jetzt noch Fragen sind, dann einfach unter das Video oder solange die Anzeige noch online ist, über das Kleinanzeigenformular. So, jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag. Ich hoffe mit ein bisschen besserem Wetter, als es bei uns der Fall ist. Ja, und dann lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.